Ryan Cole. Und mit dabei ist... Und ich bin Easy Cheesy. 44. Willkommen. Hallo, Leute, wir sind hier heute unterwegs und spielen Minecraft durch als Babyspinne. Und ich verwandle mich. Tschüss. Wow, eine Höhlenspinne. Eine Babyspinne? Ich bin eine kleine Spinne. Warte, verwandle dich auch. Okay, ich werde auch eine kleine Spinne. Ja. Hä? Und? Nein, du bist eine große. Bin ich auch du so bist süß? Meine Mama geworden. Oh nein, ich will geworden. Nicht deine Guck Mama mal. Sein. Hä, nee. Dann bist du halt meine Papaspinne. Warte, können wir beide? Ich auch nicht. Können wir beide an... Ja, wir können. Okay, mein Gott, oh mein Gott, oh Echt? Mein Gott. Ja, komm, wir haben beide cool. diese Fähigkeit, dass wir an Wänden hochkrabbeln können. Hä, mega nice. Mega nice. Kriegen wir Fallschaden? Oh, okay, wir kriegen Fallschaden. Aber ich hab Cobwebs, ne? Ich bin schon groß, ich krieg keinen Fallschaden. Ich bin fast tot. Ich hab Cobweb-MLG gemacht. Geil, oh mein Gott. Warte, lass hier mal die Wand hochklettern. Vielleicht sehen wir von da oben irgendwie ein Dorf oder sowas, weißt du? Weil wir haben doch jetzt hier ein paar Vorteile als Spinnen. Ja, warte, wir müssen noch die Kisten looten, Easy. Oh, gute Idee, Lute. Du mal die Kisten. Die Kisten, okay. Ich mach so lange eine kleine Challenge, denn ich sehe hier gerade. Cobweb-MLG. Oh. Bist du gerade gestorben? War zu breit. Du zu breit für das Cobweb, oh mein Gott. Ich mache jetzt jemanden eine Challenge und ich gucke, ob ich da ranspringen kann. Oh mein Gott. Ey, das könnte halt wirklich failen, ne? Ich meine, im schlimmsten Fall mache ich Cobweb. Glaub an dich. Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Oh! Nice. Ich wäre beinahe runtergesprungen. Aber ich sehe etwas, Ryan. Ich sehe einen Pillager-Outpost in die eine Richtung. Sehe ich noch was in die andere Richtung? Ich gucke mal. Nichts zu sehen. Ich glaube, wir sollten zum Outpost gehen. Und ich mache wieder ein Cobweb-MLG! Oh, nice. Hat wieder geklappt. Let's go! Hi, Schaf. Ich bin eine Spinne. Du solltest Angst vor mir haben. Jeder hat Angst vor mir. Schließlich habe ich 8 Beine. Kommen Sie mit. Wir müssen Minecraft durchspielen. Und zwar schnell als Spinnen. Wir haben übrigens wesentlich weniger Leben als normalerweise. Als Spinne hat man nämlich nur 6 Herzen und keine 10 Herzen. Ryan, hast du auch nur 6 Herzen? Oder liegt es nur an mir? Stimmt. Ich habe auch nur 6 Herzen. Hast du auch nur 6 Herzen? Okay, also wir haben beide. Spinne bin. Ja. Keine Ahnung. Kann man nichts machen. Mal gucken, ob die Pillager uns angreifen. Ah, sieht so aus. Der Ja, okay, der zielt auf mich mit seiner Armbrust. Der zielt auf meine Arme mit seiner Armbrust. Okay, ich hole jetzt mal hier so ein bisschen was zu snacken. Weil ich habe nämlich nicht mehr Essen. Eine Spinne. Hey, Ryan, ich habe nur noch 2 Herzen. Hast du mich gerade runtergeschubst? Ach, was bist du? Oh mein Gott, ich dachte, Ryan. Warte, lass den Eisengolem befreien. Ah, nee, das schaffen wir nicht in der Zeit. Ich habe eine Armbrust. Easy, und ich passt du hier hoch? Frieden. Ich glaube, ich bin breiter als du. Hä? Komm mal nicht hoch. For real? Hä? Ja, guck. Ich bin zu breit. Ich bin mehr als ein Block breit. Du bist Muskelspinne. Pillager sind da draußen? Oder schießt der doch nicht auf mich? Der guckt mich, glaube ich, nur an. Ich glaube, der empfindet uns nicht als Gefahr. Der guckt nur. Oh, Bro. Ey, wir sind gar keine Feinde. Der mag mich. Wir sind Freunde. Lass den Golem befreien und dann weiter, oder? Wir müssen mal gucken, wo es weitergeht. Ich hole vorhin schon mal Wasser. Ah, da bist du frei, mein Bruder. Hm, hier ist noch einer. Hier ist ein Dorf. Hä? Hast du ein Dorf? Ich komm zu Wasser. Warte, ich muss die Golems freilassen. Die müssen zurück. Die Pillager bekämpfen. Okay, ich komm zu Wasser. Hier hinten bist du. Okay, wo ist jetzt hier das Dorf? Ah, vorne, easy, nach vorne. Oha. Ich kann nicht schwimmen, ich bin eine Spinne. Nein. Doch, oder? Ich werde das Wasser nicht... Nein, Spinnen gehen unter im Wasser. Hä? Hier, ich bin eine Spinne, ich kann im Boot fahren. Was? Ich brauche ins Boot, lass mich ins Boot. Du bist voll rot. Oh Mann. Okay, warte, hier vorne können wir hin. Zack, und da sind wir auch schon draußen. Und hier ist noch mehr Essen und Betten. Ryan, willst du die Betten abbauen? Ah, nee, du kannst nicht. Mach ich, ich komme da nicht rein. Ich mach bald eine Diät. Oh Mann, ey. Aber ich renne auch, wenn ich zu den Türen gehe, ich renne am Haus hoch. Weil ich aber ich habe dir auch noch deine Pickaxe übrigens. Ich habe deine Kiste gelootet. Warte mal, hast du das jemals gesehen? Denn? Ryan? Jo, was? Hä? Ein vollständiges Nether-Portal, das schon an ist? Das habe ich noch nie gesehen. Hä, wie selten ist das denn bitte? Das ist crazy selten. Und hier sind sogar Betten. Hier sind noch 2 Goldblöcke. Mega gut, die nehmen wir mit. Ja. Ach stimmt, wir brauchen ja jetzt gar nicht mehr die Lava hier, weil das ist ja schon fertig, das Portal. Hä, wie krass ist das kannst denn? Kannst du die aufsammeln? Ja, ich komme da rein, ist kein Problem. Aber wir brauchen trotzdem noch die Betten, Ryan. 2, 3 Betten reichen noch nicht aus.
und Essen. Geh du das Essen besorgen, ich besorge die Betten, okay? Ja, okay, Eisenschwerter brauchen wir nicht. Brauchst du Eisenschuhe? Ich nehme mal für später mit, wenn wir keine Goldschuhe mehr brauchen. Aber ich habe halt gerade Goldschuhe. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Bett. Oh, hier ist nochmal ein Haus. Let's go. Ein weiteres Bett und ein paar Kartoffeln und eine Karotte, genau. Eine Karotte, easy. Alles klar. Okay, ich habe deine Werkbank eingesteckt. Hier ist doch auch noch eine Kiste, easy. Guck mal hier. Guck mal, was beim Portal ist auch noch eine Kiste? Das war auch richtig OP. Oh, okay. Okay, Feuerzeug brauchen wir. Und goldene Karotten sind auch immer gut. Obsidian halt auch. Okay, und weißt du was? Wir nehmen einfach alles mit. Okay, let's go. Auf in den Nether. Wir werden im Portal nach oben geboostet. Ja. Hast du es gemerkt? Ja, crazy. Ja, wir waren da oben dran. Okay, lass mal schauen, wo wir am besten hingehen. Mal gucken. Wir brauchen... Ryan, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal... Können wir an der Wand jetzt lang, easy? Guck mal. Hä? Boah, was Fallschaden kassiert. Können wir halt... Jetzt theoretisch so hier lang. Warte, kriegen wir Fallschaden, wenn wir an der Wand hoch? Nee, warte, so. Und jetzt an die Wand. Oh, ich bin zu spät an die Wand. Das war ein kleiner Fehler. Aber wenn wir so MLG'en und dann quasi an der Wand landen... Ja, wir kriegen nicht mal Fallschaden, dann ist es ja crazy. Ja, mega gut. Hä? Wir können jetzt hier einfach so... So durch den Nether, oder? So, ich bin gleich da. Ryan, wo bist du gerade hin? Bleibst du denn, easy? Ich bin... Hier vorne! Hier, wir sind sehr also, langsam. Kommen wir hier rüber. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir rüberkommen. Du hast eine Bestie gefunden? Das sag ich doch. Wir müssen hier lang. Hä? Wann hast du das gesagt, Ryan? Ich habe es nicht gehört. Okay, okay, ich bin in der Bastion. Oh, ich nehme den mal mit hier. Oh, die sind ein bisschen sauer, aber nur so ein kleines bisschen, nur so 10% sauer. Komme ich hier durch? Ja. Okay, das ist eigentlich ganz nice. Warte mal, wo bist du hin, Ryan? Ich bin irgendwo unten drin, aber hier geht es irgendwie nicht weiter. Ja, bist du hochgekrabbelt? Warte, ja, ich bin in der Mitte. Also, es ist ja eine Bridge-Bastion hier, ne? Das habe ich ja vom Flo gelernt. Hier ist Gold. Ja, hier ist halt... Echt viel Gold. Ja, das ist auch. Guck mal, da bist du auch. Ja, ja, das Gold hat mich angelockt. Wir Spinnen fühlen uns von Gold sehr angezogen. Können wir hier schon mal ein Loch machen? Okay, wir bauen mal das Gold ab hier am besten, genau. Und. Ich mach ein Loch in der Zeit. Ja, es gibt aber auch noch Kisten, die wir looten müssen. Guck mal, die Piglins wissen gar nicht, ob sie uns angreifen sollen oder ob sie klatschen sollen. Komplett verwirrt. Ja, der hat keine Ahnung, der Dude. Der wundert sich, was die Spinnen hier im Nether wollen. Oh, die Hoglins sind ein bisschen... Nein, du hast hier ein Loch hingebaut. Wie soll ich jetzt wieder rauskommen? Mach mir Wassereimer. Hast du einen Wassereimer? Easy, du bist eine Spinne. Ach so. Stimmt, ja. Oh mein Gott. Ja gut, darüber wollen wir... Das thematisieren wir jetzt heute nicht weiter. Geh du mal ein paar Piglins suchen und ich guck mal, ob ich eine Kiste finde. Ich habe die Kisten gefunden. Ich bring noch ein bisschen Gold mit. Boah, haben wir viel Gold. Ja? Haben wir viel Gold, Ryan. Das ist ja krank, wie viel Gold wir haben. Hä? Zieh mal die Goldhose an. Ey, ja, ohne Mist, wir haben echt viel Gold. Okay, Obsidian. Wir haben jetzt sogar schon genug Obsidian. Ist das wild? Okay, hier. Okay, okay, ich komme mal zu dir zurück. Easy, willst du was Cooles sehen? Pass auf, okay? Hä? Ja, das war wild, Ryan. Das habe ich nicht durchdacht. Wie komme ich jetzt zurück? Ah! Oh mein Gott. Ich glaube, die Piglins sind fertig mit Traden. Meinst du, die greifen mich an, wenn ich da jetzt reinspringe? Weiß ich nicht. Nein, ich glaube, du bist safe. Pff, bin vorbeigesprungen. Okay, nein, warte mal. Wie kommst du da jetzt raus? Hä? Du hast gar kein Wasser. Stimmt eigentlich. Ja, die haben mir nur Pfeile gedroppt. Wo ist denn der ganze gute Stuff hier? Seelenläufer. Habe ich die Enderperlen aufgesammelt? Boah, haben die viel? Wirklich? Hä, wie crazy, wie viele Sachen da drin sind. Ja, schon ein bisschen wild. Oh, ich habe Enderperlen. Ich habe 12 Enderperlen bekommen. Okay, ich lasse hier mal frei, dann haben wir Platz. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe einen Feuerschutztrank. Den brauchen wir für die Dings. Hör, du lässt sie einfach frei? Oh Mann. Brauchen Platz. Das ist keine gute Idee, die einfach frei zu lassen. Greift uns nicht an, wir gehören zu denen. Ja, das stimmt allerdings. Ja, gut. Oh, Pfeile noch, die will ich haben. Pfeile, okay. Ey, du hast mich mit hochgezogen. Ja, geh doch mal aus dem Weg da! Nein, du hast die Pfeile bekommen. Ja, okay, weiter geht's. Auf zur Netherfestung. Let's go. Papa Spinne, weiter geht's. Ich rieche es. Okay. Hier irgendwo in der Nähe. Lass mal da lang gehen. Ja, es greift uns an. Ey, du hast mich geschlagen. Oh.
Es hat uns doch angegriffen. Ich habe uns nur verteidigt. Aua, du hast mich geschlagen. Hä? Lol, hier ist ein Ruined Portal drin. Hier ist ein Ruined Portal. Hä? Ich dachte, es wäre eine Bastion. Was nur für ein Seed hier rausgesucht? Ist ja richtig krass. Hä, oder? Crazy. Ja, warte mal. Ich mache hier schon mal das Portal und du kannst mal nach den Lohn suchen gehen. Okay, hier fliegen so ein paar rum, die nehme ich schon mal mit. Ah, du hast den Feuerresistenztrank. Ach, stimmt ja. Den habe ich tatsächlich. Oh, hier ist noch Gold. Yo, die haben beide eine gedroppt. Ich habe nur zwei gekillt. Beide haben eine gedroppt. Echt? Ja, richtig krass. Ich finde dich nicht, Ryan Cole. Wo bist du? Easy, komm doch zum Spawner jetzt. Zum Spawner? Wo ist der Spawner? Ja, du musst mich nicht mehr suchen. Ich hab gleich alle. Warte. Really? Ah, ey, diese Festung ist so groß. Ich sehe halt null durch, ne? Aber hier geht's aber irgendwie nicht. Okay, ich hab genug. Ach, warte, ich glaube, ich komme jetzt zum richtigen Festungsteil, weil hier sind immer so Brunnen und die sind so der die Abgrenzung. Oder bin ich jetzt im falschen Bereich? Ja. Ich weiß es nicht, Ryan. Ich weiß es nicht. Ich komm zu dir. Hier sind Lohn! Wir müssen zum Portal! Ryan, schnell zum Portal! Wir treffen uns da! Treffpunkt Portal! Ich hab's gefunden, Ryan! Ist direkt hier! Wo bist du? Endlich! Easy, ich bin schon da! Hallo! Wie lange hast du gebraucht wieder? Hä? Ja, komm! Wie hast du das gebaut hier? Du passt da nicht rein! Ich brauch mehr Platz! Ryan, nicht so oft ins Gym gehen! Der Bizeps wird zu groß! Ah, okay. Das will auch keiner mehr sehen. Weniger Schokolade essen einfach. Oh, oh. Oh Mann, wir sind in der Höhle, aber zum Glück können wir halt hoch, ne? Ryan, ich hab noch Feuerresistenz, ne? Nein! Oh mein Gott. Wie gut, dass ich mir keinen Spawnpoint in der Nähe gesetzt habe. Ich hab vorhin versucht, es zu löschen. Am Anfang komplett. Hä? Ich hab aber. Mein Feuerresistenztrank habe ich noch getrunken. Hä? Du hast sogar versucht, mich zu löschen. Ich hab zu lange gesucht, Easy. Mann, das ist abgelaufen. Wie kommen wir jetzt hier eigentlich aus der Höhle raus? Das war schwierig. Die ist riesig. Hier, warte mal. Ich glaube, wir kommen hier raus. Schwimm mal. Wir sind zwar Spinnen, aber wir können doch schwimmen. Wir sind Multitasker. Wir können alles, Leute. Oh, stimmt, hier geht's raus. Ja, hier geht's hoch nämlich. Oh, okay. Ich ertrinke. Der trinkt ja auch gleich. Ich vertrinke. Wir sind mitten auf dem Ozean und ich habe kein Boot und auch kein Holz für ein Boot. Oh. Ich habe ein Boot. Oder hast du Schiffswrack, glaube ich, oder? Hier. Ja, ein Boot! Okay, Ryan, warte, wir müssen die Enderaugen craften. Oh, stimmt. Aber wo? Ja, ich habe Holz, aber... Aber wir können nirgendwo ein Crafting-Table hinstellen, Junge! Ja, komm rein. Wir müssen unter Wasser stellen. Ja, okay, einfach mal kurz unter Wasser. Hey, warte mal, sind wir dumm? Wir brauchen gar kein Crafting Table dafür. Stimmt, wir brauchen nicht mal ein Crafting Table. Oh mein Gott, ey, warte, wie geht denn das nochmal? Ah, du hast die Sachen. Ja, ich crafte gerade schon. Soll ich sie droppen? Ja, crafte. Nee, du machst Enderaugen. Let's go. Okay. Und lass mich ins Boot. Und ich kann es nicht werfen hier gerade. Warte, ich muss aus dem Boot raus. Ah, die Richtung. In die Richtung. Okay. Na dann. Go. Ey, lass mich doch. Hallo! Oh nein, das Enderauge ist gefallen. Ich tauch kurz mit meinen 8 Beinen. Wo ist denn das? Warte hier, ich weiß es nicht. Okay, das Enderauge ist verloren, aber du hast eh genug Lohn, oder nicht? Ja, ich habe genug. Okay, dann auf geht's. Wir fahren in die richtige Richtung. Wirf nochmal eine Enderperle oder ein Enderauge. Ja. Okay, immer noch in die Richtung. Oh, ich hab's erst nicht gesehen. Drop it! Let's go! Oh, Glück gehabt. Ach, hab's nicht bekommen, du hast es. Naja, egal. Ich hab's bekommen. Hier ist ein Villager-Dorf. Wir können Doppelbetten holen, Ryan! Damit wir das auch wirklich schaffen beim Enderdrachen. Dann nimm die nochmal mit. Ich keine 3 Stacks Pfeile, die werden wir safe nicht brauchen. Ja. Easy, ich hab meine Fähigkeit noch gar nicht genutzt. Welche Fähigkeit? Bist du? Zeig her. Was willst du damit machen? Webs. Weiß ich nicht. Ja, also MLG, viel mehr kann man damit nicht machen. Oder wir bauen einen riesen Spinnenweben, aber ich wüsste nicht, aus welchem Grund. Weiß ich auch nicht, aber so können wir zeigen, dass wir hier waren. Ja, das stimmt allerdings. Und wir können das Villager-Dorf so ein bisschen zombifizierter aussehen lassen. Ein bisschen Dekoration für die Villager, damit die Halloween-Deko haben, bitteschön. So, ich habe jetzt hier noch ein Haus. Hier ist noch ein Bett, weil ich brauche genug für den Enderdrachen. Ryan, letzte Folge hat super geklappt irgendwie. Da war der Enderdrache, der ging schnell down. Oder ich habe die Betten gut platziert. Aber ob ich das nochmal so schaffe, weiß ich wirklich nicht. Natürlich schaffst du das nochmal. Also brauchen wir viele Betten. Die Villager haben einfach nichts mehr zum Schlafen, ne? Die Armen. Die armen Villager, die werden alle zu Hause nach Hause zu ihren Betten kommen und werden denken, oh, warum hat da eine Spinne hingekackt? Warte, ich hinterlasse den einfach was. Ich baue das Bett ab und stattdessen mache ich den Spinnenweben hin. Da liegt sich auch weich. Ah, das ist gemütlich.
Das ist doch schön, wenn oder? Wenn wir da drin schlafen können, könnt ihr das auch. Okay, warte, wir müssen eh noch in die Richtung. Komm mal mit weiter. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja, weiter, hier in die Richtung. Wo die Ender. Ja, hier okay, lang. Okay, ganz weiter ruhig. Geht's. Komm mal her hier. Weiter geht's. Wir können mal von okay, oben vom Berg okay. werfen. Oh ja, das ist smart. Oder wirf mal eine von hier. Wirf mal eine von. Oh! Hä? Wir sind zu weit. Nee, warte mal, wir müssen zurück. Warte. Du hast sie, oder? Ja, lass mal gucken, wo. Nee, hier runter! Oh, jetzt wieder zurück. Wir müssen runter. Lass einfach irgendwo mal runterbauen. Ja, mach ja. da. Ich hab hier Erde. So, das spucke ich mal kurz aus. Und dann bauen wir uns einfach mal hier runter. Ich brauche ein bisschen länger. Willst du dein eigenes Loch grau? Achso, du. Ich brauche 4 Blöcke. Oh, ein bisschen, ist okay. Du kannst dann gleich schon mal den Portalraum suchen, easy. Oh mein Gott, Ryan, du bist so dick für dieses Loch. Ja. Können wir mir eben Effizienz craften oder so? Das wäre gut. Ist es so, ich kann ein bisschen für dich mitarbeiten hier. Fuck. Ich hoffe, ich baue die richtigen 4 Blöcke ab, ey. Oh, hier ist eine Höhle sogar, krass. Warte, ich gehe die Höhle runter. Die habe ich nicht gefunden. Ja, geh du mal die Höhle runter und ich versuche mich hier mal runterzubauen. Vielleicht haben wir ja Glück und landen im Enddungeon. Oder wir... Oh mein Gott! Wir haben... Ja, ja, ist hier, ist hier, ist hier. Hier ist die Bibliothek. Okay, warte, warte, warte. Weiter, weiter, weiter. Wir müssen... Oh, hier ist der Anfang, hier ist der Anfang. Ich habe den Anfang gefunden. Okay. Sieht man hier irgendwo... Oh, das geht tief, Ryan. Der geht tief. Okay, warte, hier ist der Anfang. Da können wir jetzt wirklich nur raten, wo es lang geht, ne? Hey, ich habe einen Spinnenspawner gefunden. Really? Dann lass ah, jo, und hier ist auch die Festung aber. Wie die Festung? Der Stronghold, meine ich. Ich habe den Endportalraum gefunden! Was? Den Endraum! Oh, ich sogar 3 Enderaugen drin! Bist. Die greifen uns richtig gut. Warte, okay, ich komm zu dir. Ich habe so viele Betten, ich mache uns mal einen Spawnpunkt hier hin. Hier, mach einen Spawnpunkt. Okay, so Spawnpoint. Okay. Und, hast du Enderaugen? Zack, zack, zack. Zack, zack. Oh, hast du noch eins? Nee. Ich habe ja nicht alle vercraftet, aber dann so, crafte ich noch eins. Okay. So. Yeah, die ersten Spinnen. Ein großer Schritt für die Menschheit, aber nur 8 kleine Schritte für Spinnen, weil wir 8 Beine haben. Oh yeah. Oh nein. Oh nee. Oh nee. Nicht das, ey. Kein Bock. Nein. Du brauchst 4 Blöcke. Ich pöll mich da gleich einfach. Ja, stimmt. Pöll dich einfach. Ach, guck mal. Ja, guck mal. Du kannst hier durchpörlen. Ich mach dir hier sogar so Dings hin, da kannst du ranpörlen. Das ist super, danke. Ah, hast du? Ich sterbe. Nein. Ich bugge. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ranpörlen, nicht reinpörlen, Ryan. Das hast du ein bisschen missverstanden. Ah, das hab ich nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, Ryan. Ryan, denkst du, was ich denke? Stimmt. Das machst du ja richtig easy. Junge, sind wir smart. Okay, ich nehm den Turm hier. Herr Crazy. Und dann, wenn wir ganz oben raufgehen, können wir die restlichen einfach abschießen mit Pfeilen. Wir brauchen nicht mal irgendwie alle machen, so weißt du? Ich habe zwar eine Armbrust, warte mal. Ah, Misty. Jetzt bist auf deiner Seite hochgeklettert. Ich wollte eigentlich mit einem Bogen, aber... warte mal. Zack. Hä? Los. Ich wollte Dings hier zerstören, aber die sind alle schon kaputt. Ja, ich war neben dir auf dem Turm. Das war ein bisschen dumm. Ich glaube, da treffe ich nicht rein, da muss ich hin. Das ist kein Problem, ich habe eine Enderperlenspinne. Oh mein Gott, ich bin in den Kristall rein. Gut, das ist ein bisschen sehr nah. Ich glaube. Ah, ich sehe dich. Ich nehme mal ein bisschen Abstand hier. Das Gute ist, als Spinne kann man nicht runterfallen und keinen Fallschaden kriegen. Haben wir überhaupt noch Kristalle? Das ist der letzte bei dir. Ja, hier ist, glaube ich, der letzte. Oh, ich habe mich gesprengt. Zum Glück ist mein Spawnpoint ja hier draußen. Der eine Enderman rennt dem Enderdrachen hinterher, der ist wieder sauer. Okay, warte, warte, Ryan. Wir brauchen... wir müssen hier ein bisschen so umbauen, you know? Du weißt, was passieren ready. Muss, ja. Und dann, womöglich, muss ich mich hier raufstellen. Weil ich bin ein bisschen klein. Oh, er kommt, Easy, er kommt. Du musst dich beeilen. Hä? Das Ding ist, ich war noch nicht bereit. Oh, oh. Das ist kein One-Cycle, da müssen wir gleich nochmal weitermachen. Ja, das ist. Er regeneriert ja eh nicht mehr. Ryan. Ja, du schaffst das. Jawohl. Komm schon. Hier ist noch eine.
Ja, da war eine Fackel im Weg. Okay, ich hätte ihn so. Oh, warte, warte. Nein, nein, nein. Ja, gewonnen. Let's go. Erst down. Ich mega mein, gut. Hier, ich lösche dich. Ich hatte auch nur 100 Betten, aber yo, one cycle. Nice. Ja, war. Es ist halt als Spinne auch ein bisschen schwer, den zu treffen mit den Betten. Das, muss ja, das sein. Stimmt. Aber mit den Kristallen war das okay. Ja, das war schon cool, als Spinne Minecraft durchzuspielen. Das war schon nicht schlecht. Jo, Leute, wir haben es auf jeden Fall geschafft, jetzt Minecraft als Spinne durchzuspielen. Schaut gerne in die Kommentare, was ihr das noch machen könnt. Und schaut gerne bei Ryan Cole vorbei. Yeah. Ich meine, Chaos 44. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta. Ciao.